Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Empathy Path of Whispers. Wir sind hier im Park von Tschernosk, der Stadt, die auf einmal menschenleer war nach Aufruhen. Und wir haben herausgefunden, dass auf jeden Fall das Militär was mit der Sache zu tun hat und dass es wahrscheinlich so eine kleine aufständische Gruppe gab. Ich schätze mal, der Pavel gehört dazu. Denn der hat auch hier, warte mal, er hat Lorazepam geschmuggelt. Ist ja für Epileptiker ein Medikament und ich glaube auch für Angststörung allgemein wird das benutzt. Oder Krampf, ne? Krampflösend ist es, wird halt bei Epileptikern eingesetzt. Aber wenn es auch Angststörung lindert, kann ich mir, und gerade Aufruhr ist, kann ich schon verstehen, warum er es geschmuggelt hat, beziehungsweise ja, auf dem Schwarzmarkt verkauft hat, schätze ich einfach mal so. Und wir haben in der letzten Folge Salma kennengelernt. Die ist die wahrscheinlich die Mutter von der kleinen Joyce, die verschwunden ist, beziehungsweise verunglückt ist. Warum sie verunglückt ist. Werden wir hoffentlich noch rausfinden. Also, es gab ja den einen Hinweis, dass ein Kind einfach irgendwo runterfällt. Also, ich schätze mal, es war ein Mord. Nenne ich es mal beim Namen. Ich bin echt, echt mal gespannt. Wir hatten jetzt in der letzten Folge eine Szene, wo die Salma den Pavel erschossen hat. Und daraufhin musste ich gerade mal kurz eine kleine Pause machen und jetzt machen wir einfach mal weiter. Deswegen kam jetzt diese Zusammenfassung, weil ich für mich einfach gerade einmal kurz runterkommen musste. Ah, eine Keycard, sehr gut. Dann können wir gleich in das eine Haus weitergehen. Ja, also war schon eine krasse Aktion eben. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Die nehme ich jetzt einfach mal mit. Dann können wir in das eine Haus endlich reingehen. Jetzt mal, hier hat der Pavel schlafen. Ach, sie hat ihn hoffentlich nur angeschossen. Ja, es ist dieses Umschalten. Ah, es ist mit rechter Maustaste und nicht mit F. We gave Pavel and Salma some basic med kits in this house so they could start up a clinic of sorts. Said they were doctors, but not what kind exactly. Is that why someone targeted them? To sabotage us? No, it doesn't explain the girl. Okay, also die Salma scheint irgendwie Ärztin zu sein, Mediziner vielleicht. Ja, ist dann für so eine Organisation, die im Hintergrund agiert, sage ich mal, ganz hilfreich. Okay, wir haben jetzt die Keycard. Ich hoffe, ich finde das Haus wieder. Wofür man das brauchte. Das war doch hier oben, oder? Aber eigentlich müsste ich jetzt todmüde sein und schlafen. Es ist aber so ein Fluch. Ich habe jetzt nach dem... War halt eine... Ich hatte jetzt sehr, sehr wenig Schlaf nach dem Nachtdienst. Oder nach den Nachtdiensten. Und habe immer fleißig weitergearbeitet noch im Hort. Und dann bin ich heute nach Hause gekommen. War um 19 Uhr natürlich todmüde. Und dann habe ich mich heute, habe ich beschlossen, ich gehe mal ein bisschen früher ins Bett. Und jetzt bin ich ja 2 Stunden wieder aufgewacht. Das ist doch einfach gemein. Ach, sehr schön. Kommen wir hier rein. Das ist einfach ein Fluch, dieser Nachtdienst. Eine Pistole, Zigaretten, Radio. Sieht aus wie ein Helm, so ein Wie heißt das denn? So ein Stahlhelm. Wie heißen die denn? So eine Schüssel. Egal, ihr wisst, was ich meine, ne? Wow, hier scheint das Militärlager zu sein. Wow. Krass.
da. Avanzas? Oh Gott, ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Das ist voll peinlich. Naja, ich will, dass der Park sofort abgesperrt wird und eine umfassende Razzia durchgeführt wird. Wachen. Wachen an allen möglichen Ein- und Ausgängen. Es hat nicht funktioniert, die Leute einfach so. Die Leute einfach so kommen und gehen zu lassen, und dieses arme Mädchen hätte nicht für unseren Fehler bezahlen sollen. Aber jetzt kommt und da geht hier niemand ohne meine Erlaubnis. Okay. Also irgendwas. Puh. Jetzt bin ich noch ein bisschen verwirrt. Ich glaube, ich muss jetzt doch noch mal ein paar paar Hinweise suchen gehen. Weil ich jetzt weiß ich nicht mehr, wie Joyce, Salma und Pavel mit dem Militär zu tun haben. Never pay this Arturo guy any mind. Just another shit stain with nothing to trade. Now Andropov's given him his own tent because he found something to trade with. Me? Says he knows where the guns came from, but does he? Oh, you're in trouble, kid. Okay. September 12th. I'm stuck. Andropov is expecting me to talk, and I keep stalling him. He's been giving me food, good food, and as soon as he has my testimony, that stops. And what about the trinket salesman? Does he know? Oh God, what do I do? There's a story about a man who sold his mouth so he could afford to eat. A victim complex is a warm and comfortable paralytic. Oh ja, das stimmt. Hier scheint echt einiges schiefgegangen zu sein. Muss ich ja ehrlich mal so sagen. Gehen wir erst ins Haus oder gucken wir uns erst hier um? Jetzt habe ich einen Transistor geklaut. Okay. Hier schon wieder ein Helm. The four founders. Five, actually, but one of them only left their shoes. They built Chernos to be a Carthage of industry and progress, and invited people from all over the world to come join them. Then they had a falling out, and the rest is muddled history. Ah, okay, also es ist eine Industrie-Wissenschaftsstadt. Wahrscheinlich planmäßig herbeigeführt. Ja, wenn man sich dann zerstreitet, wird's schwierig. Man hier runter? Oh ja. Ach, das ist die zerstörte Treppe. Ich gehe jetzt erstmal hier hoch. People are disappearing. Too many to ignore, too quietly to have left. The soldiers say they haven't seen anything, but what if it's connected to the deaths? Darwaza, Pavel, the girl. Everything's coming apart and there's something I'm not seeing. Okay, es scheinen drei Menschen schon verstorben zu sein. Der Pavel. Ja, hat ja die Salma erschossen. Und die Joyce ist ja wahrscheinlich hinuntergeschubst worden. Und da war Saar. Zwar mit dem. Haben wir was über den? Von ihm? Doch, Sergeant, da war Saar. Okay. Wir hatten doch irgendwas über ihn gelesen von Andro. Nee. Habe ich jetzt eigentlich alle Menschen? Nee, zwei fehlen mir immer noch, okay. The team we sent down into the culverts report they have found a number of machines and electronic devices that could be salvaged, along with spools of copper wire and extra fuses. Perhaps we can finally boost the radio signal and reach someone. Okay. Ja, haben wir schon an dieser einen Funkstation ja gesehen, dass der Kontakt gerade nicht so einfach herzustellen war mit anderen. Da waren ja ein paar Stationen schon tot.
Hier ist nichts weiter, oder? Okay. Ich bin so gespannt, wenn sich das so alles auflöst, ob man alles so sich richtig zusammengereimt hat oder nicht. Ich finde sowas immer total spannend. Das Vorratslager. They hate us. When we first came marching in, I think most of them were relieved. Then we had to stockpile the food so we could ration it. Then we had to crack down on dissent before it could take root. Now? They hate us. And who could blame them? Okay. When there was still some semblance of order, his platoon was assigned to a roadblock on the Chernosk Highway. The evacuation was to be orderly. As the lines grew longer, panic became anger. The cars are still there, a memorial to the greater good. Yeah, and in solchen Situationen denken die wenigsten an das Gemeinwohl, sag ich mal. Einfach so. Da denken die meistens eher so an sich. Oh, guck mal! Eine AK! Ah, ich spiel zu viele Ballerspiele. Ich lern's nie. Drugs and weapons. Pills, needles, powders, uppers, downers, sheaves and switchblades. We've been confiscating this stuff for a long time now. But more of it keeps finding its way in. I can't help but wonder if there's a central supplier. Oh doch, das denke ich schon. In solchen Zeiten gibt es ja doch viel zu tun. 3 von 4 Dokumenten. Okay. Oder? Nee, 2 von 4. Insgesamt 3. Von 4. Achso, jetzt muss ich wieder runterscrollen. 3 von 4, okay. Wow, ich bin gefallen. Oh mein Gott, ich habe voll Angst, hier runterzufallen. Wo geht's denn hier hin? A moment's respite, okay. How do you figure the Sarge keeps coming up with this stuff? Says he's tracking down hidden stashes. Do you care? No, not really. Okay. Haben sich wohl zwei einfach zurückgezogen. Aber von da kommen wir, glaube ich. Von da drüben. Hier noch was? Nee, ne? Okay. Habe ich irgendwas übersehen? Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie gerade ein loses Ende habe. Also ich weiß nicht, wo es weitergehen soll. Ich kann ja gleich mal meinen Scanner aktivieren. Oh. Okay, es geht weiter definitiv da vorne. Da und da. Da. Wo komme ich denn da hin? Okay, ich denke mal, wir gehen hier jetzt einfach wieder zurück. Runter in den Park und schauen mal, was wir dann noch so alles finden. War ich hier jetzt schon. Hier war ich schon drin, oder? Nee, hier kamen wir durch. War ich jetzt in jedem Haus drin? Ich glaube schon, oder? Ist hier noch was? An dem Haus ist nichts mehr. Okay, dann war ich schon überall drin.
Schaff's gut, auf Kanten zu gehen. Kann ich. Jetzt müssen wir doch. Da haben sie die Treppe zerstört. Ich brauche den Scanner mal kurz. Gehen wir da einfach mal jetzt hin? Ja, ne? Da unten. Wo komme ich denn da runter? Ach, wir müssen da doch noch irgendwie runtergehen. Jetzt brauche ich nochmal den Scanner. Da vorne. Oh, die Musik wird spannender. Da oben drin wahrscheinlich in dem Haus. Ach, wartet mal. Nee. Oder? Doch, hier ist was drin. War das schon das letzte Mal da und ich habe es übersehen? Pavel Kuryak, that was your name. You're dead because we failed to catch whoever is bringing guns in. You're dead because I failed. Now all I can do is look for your killer like I'm still a detective. But why you and the girl? What's going on? Ah, okay, ich glaube, der Pavel wurde doch eingeschleust. Oder die Salma auch. Also auf jeden Fall der Pavel, schätze ich mal, wurde hier mit eingeschleust. Dann gucken wir uns mal an. Oder die sind doch beide vom Militär. Oh Gott, ich weiß es nicht. Es sind gerade nur wüste Vermutungen. Na. Nein. So, irgendwann lerne ich's. So, what about her? Salma Anderson. Park Roster has the girl listed as her daughter, but doesn't say if Pavel was her husband. And now she's gone into thin air. An entire family, just like that. And I can't answer the most important question. Why? Okay, also ich glaube, wir haben ja schon rausgefunden, dass Salma mit Riho gesprochen hat, also aus einer Erinnerung, dass er weggegangen ist. Und ich glaube, das ist der Vater von dem Kind. Und vielleicht ist Pavel der neue Partner von der Salma gewesen. Aber mit dieser Vermutung werde ich jetzt die Folge beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hoffentlich nach und nach noch mehr Schlüssel bekommen. Schlüssel, sag ich schon, Hinweise, damit wir endlich mal gucken können, was hier wirklich passiert ist in dem Park. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.